weißt ja Bescheid, wir werden sowieso nicht machen. Und ich habe wieder so einen Scheiß, 7, 8, 9, 10, das sind Zahlen, das hat gar nichts mit dem Thema zu tun, aber hey, oh Gott, ich bin so... So, deine liebe YouTuber und liebe YouTuberinnen, ich bin der Gonz von Rebels, wir werden auch sonst und heute ist leider gar kein Feiertag. Nein, heute gibt's nichts, kein Geburtstag, kein Feiertage, kein Events, nichts, gar nichts. Aber dafür ist morgen am 6.3. Tag der Tiefkühlkost 2013. Ja, wer hätte das gedacht? Damit könnt ihr morgen in der Schule angeben und oh mein Gott, alle werden sagen, wow, woher weißt du das nur mit deinem totalen, unnützen Mega-Brain? Das ist ja der pure Wahnsinn und ich bin wieder so dumm und laber nur Scheiße. Und ja, heute geht es ausnahmsweise mal nicht um irgendwie dumme Themen, auch wenn das mit dem Intro jetzt gerade nicht gepasst hat, auf jeden Fall. Heute geht es um Partnerschaft und Padawan. Das ist schön passend, nicht wahr? Padawan, passend, Partnerschaft. Oh Gott, abonniert diesen Kanal nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal was über die Padawan erzählen. Ja, übrigens im Gameplay hier Hintergrund, AK, Bashen, Nuke. Town, wollte ich gerade sagen, aber es ist ja eigentlich nur aus der Kanäle. Ja, ich bin wieder so dumm, aber das ist egal. Auf jeden Fall, Padawan-Projekt. Der Krieger hat ein Video geladen. Hey, bewertet für Padawan 2.0. Da haben auch viele Leute mitgemacht, aber es sind nur ganz wenig dabei, die wirklich gut sind. Also 2, 3, 4 Leute sind dabei, die wirklich gut sind, die es auch verdient hatten und wo ich auch mir wirklich vorstellen kann, dass sie es reinschaffen. Also das wäre schon Ding der Unmöglichkeit, wenn die es nicht schaffen würden, aber das ist halt eine Geschmackssache vom Krieger. Viele Leute, die jetzt fragen, hey, kriege ich Tipps von dir? Weil ich mache auch mit. Und du kennst ihn ja. Und du hast auch schon mal mitgemacht. Du kannst mir doch bestimmt ein paar Tipps geben. Ja, an die Leute kann ich nur sagen, ja, haut ein bisschen Editing-Shit rein, habt eine gute Audioqualität. Es ist gar nicht so wichtig, was ihr sagt, sondern einfach nur, dass ihr unterhaltet. So, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Für die Leute, die ins Turnier reinschaffen, Leute, wenn ich dabei bin, also ich glaube, ich bin im Halbfinale dabei oder auch schon früher, ich weiß gar nicht, der Krieger hat gesagt, dass er mich anschreibt, wenn ich denn auch reinkomme, auf jeden Fall, Leute, wenn ihr reinkommt, ihr wisst, ihr bekommt mich irgendwann als Gegner, es soll jetzt nicht arrogant und so klingen, aber ich würde schon sagen, dass ich ein ziemlich harter Gegner werde, weil diesmal will ich wirklich gewinnen, ich will gewinnen, zieht euch warm an, gut. Jetzt labern wir mal über die Partnerschaft, weil ich habe im letzten Pirate Day Video gesagt, ich werde niemals Partner, das ist so scheiße, da bin ich in meiner Kreativität eingeschränkt, bla bla bla. Und ich habe jetzt noch mit dem Typen von Game Insider geredet, mit dem Stefan. War das Stefan? Ja, das war bestimmt Stefan. Auf jeden Fall habe ich mit ihm geredet, habe so gesagt, ja hier, ich fühle mich kreativ eingeschränkt, wenn ich das mache, lalala, tatala. Und dann hat er mir gesagt, dass das eigentlich von einem Schwachsinn ist. Weil ich müsste so oder so auf Sachen achten, die ich nicht verwenden kann und so. Zum Beispiel mit dem Doodle Content und mit Haftbefehl, das darf ich ja eigentlich gar nicht machen. Da habe ich gar keine Rechte für, habe gar nicht nachgefragt. Und es könnte jederzeit passieren, dass irgendjemand kommt und sagt, hey, hier, du kriegst einen Strike, ich zeig dich an. Oder noch irgendwelche viel schlimmeren Sachen. Deswegen werden jetzt Tag für Tag oder heute oder morgen oder irgendwann werden auf jeden Fall ein paar Videos rausgenommen. Ein paar habe ich auch schon rausgenommen, wie zum Beispiel die Battlefield-Montage. Natürlich ein bisschen schade, aber naja, ich will echt nicht, dass der Kanal geschlossen wird. Ich meine, wie scheiße wäre das denn? Einfach so weg, Rebeziehen, weg von null anfangen. Nee, Leute, 10.000 Abonnenten, das ist mir noch ein bisschen zu viel wert. Auch wenn jetzt sagen, Abo geil, machst du wegen Abos. Halt die Fresse, Alter, das kriegst du halt von Latz. Was macht das dann? Ich bin wieder so unglaublich dumm gerade, aber egal. Deswegen werde ich jetzt demnächst ein paar Videos rausnehmen und auch zum Beispiel das 1111 Abonnenten-Special werde ich rausnehmen und auch das Dual-Commentary mit der magischen Miesmuschel. Ja, das ist ein bisschen schade, aber naja, wenn ihr es nochmal angucken wollt oder so, macht's jetzt oder ladet es euch am besten runter, dann habt ihr es für immer und ewig. Es ist echt schade, die beiden Videos haben über 1000 Daumen. Oh Gott, das müssen wir irgendwann nochmal hinkriegen. 1000 Daumen, das wäre der Hammer. Gut. Ja, das ist eigentlich so der einzige Grund, warum jetzt wirklich Padawane werden wir noch nicht. Auf jeden Fall werden wir demnächst Partner, weil es ja vollkommen egal ist jetzt, weil wir müssen ja so oder so jetzt auf Lizenzgedöns und so achten, ne, wisst ihr Bescheid. Und deswegen ist es ja vollkommen Latz, ob wir jetzt Partner werden oder Padawan nicht. Padawan. Ich rat nur so einen Scheiß, abonniert diesen Kanal nicht. Ich bin viel zu dumm dafür, dass ihr abonniert. Auf jeden Fall werden wir jetzt Partner, weil es ja eigentlich egal ist, weil wir sowieso achten müssen. Wie gesagt, Intro und sowas behalten wir und Beats im Hintergrund werden wir auch behalten und werden natürlich... Es wird sich eigentlich nicht viel verändern, außer dass wir damit Geld verdienen. Oh, Geld, oh geil. Ja, wenn ihr jetzt wirklich denkt, dass wir es nur wegen Geld machen, YouTube und so, dann... Nee. Dann könnt ihr uns auch gleich deabonnieren, weil das ist dann echt schäbig.
Gut, apropos Intro, was ich gerade gesagt habe, der Typ, der den Intro-Beat für mich gemacht hat, nicht für mich, sondern allgemein so gemacht hat, habe ich halt so mal entdeckt auf Rappers In, den habe ich mal ins Facebook kontaktiert und habe gesagt, hey, kann ich den Intro-Beat eigentlich weiterhin verwenden, wenn ich Padawan werde? Ja genau, wenn ich Padawan werde, will ich ihn weiterhin verwenden dürfen. Gott, ich bin so dumm, ne? Auf jeden Fall, wenn ich Partner werde, möchte ich ihn weiterhin verwenden und das Intro und so, weil ich es ja also geil finde, also feiert. Und habe ihn angeschrieben, hier geht das klar und so, bla bla bla. Und er hat gesagt, ja, kein Problem und so. Hat auch gesehen, hey, ich habe 10.000 Abonnenten. Hat er mich mal gefragt, hey, soll ich dir eigentlich mal so einen eigenen Beat machen? Und dann hat er gesagt, ja, habe ich gesagt, ja, klar, mach das. Das wäre ziemlich cool und darauf freue ich mich gerade. Übrigens, ich werde jetzt mal den Intro-Beat von meinem Intro unten in der Beschreibung verlinken. Bitte, bitte, bitte geht da mal alle rauf, schreibt in das Video, also unter das Video, hier geil Rebels TV for the win oder geiler Beat oder keine Ahnung was, daumiert das Video von ihm, den Beat und so etc. pp. Das Gameplay ist auch jetzt gleich vorbei, ich laber wieder so ein Scheiße, das ist der pure Wahnsinn, warum guckt ihr so überhaupt, ja Gott, ihr solltet eure Zeit echt sinnvoller verschwenden als mit dem Kack hier, lest Buch, Leute geht zur Schule, was soll der Scheiß, egal, in diesem Sinne sag ich jetzt haut rein und tschüss.